Nach zwei Auswärtsspielen am Stück geht es zurück ins Wohnzimmer gegen die Wölfe, die sich ja weitgehend aus dem Abschiedskampf rausgekauft haben. Die sollten recht sicher sein. Wir müssen heute von Minute 1 an da sein. Es darf nicht sowas passieren wie gegen Berlin, sonst können vielleicht die Stimmung auch kippen. Sie haben die Stimmung sicher, wenn sie Vollgas geben. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil es geht darum, ich habe keinen Flipscreen in der Kamera, ich hoffe, ihr seht es, es geht darum, erstklassig bleiben, ab ins Stadion. Irgendwann ist er halt weg.
Bitte, Alter! Ole, ole, ole! Wir sind immer für euch da! Als Kopfnioder, was? VfB Stuttgart ist unser Leben, gibt's uns so viel! Oder kein einziger jetzt wird keiner ist hier am Stadion, keiner zieht zwei Dinger von dir! Keiner hier, kein einziger Fan! Sinnbild des Spiels, Alter! Die Reaktion und Stimmung bei den Fans nach dem Spiel sehr verhalten. Heute muss man gewinnen und die Leistung war halt einfach, ja, der Kampf hat gefehlt, die Leidenschaft hat gefehlt. Versuch war da, aber spielerisch schlecht. Ja, Last Minute führig, war ganz cool, ganz geile Stimmung. Gegen Ende nochmal ein richtiger Hexenkessel geworden. Das wäre natürlich richtig, richtig geil gewesen, auch 2:1 zu machen. Gerade auch während dem Ausgleich von Bielefeld gegen Berlin auch Last Minute, ne? Das wäre eine richtig geile Dramaturgie gewesen, aber seien wir mal ehrlich, verdient hätten wir uns das nicht heute. Also es war wirklich kein Deut besser als gegen Berlin, außer halt der Treffer von uns. Man hat gesehen, dass es vorher so um absolut nichts mehr ging, so haben sie auch aufgetreten, so haben wir sie auch auftreten lassen. Da hat der Siegeswille komplett gefehlt. Fand so ein bisschen schade, dass Tommy runter musste. Der hat schon ja, engagiert gekickt, so hätte ich nicht runtergenommen. Also runternehmen hättest du Kalajdzic können und müssen eigentlich, hättest du... Ja, ich meine, Alternativen hast du ja, ne? Koulibaly, TBD, aber die sind dann wohl Rino doch nicht gut genug, die Alternativen. Also Kalajdzic, auch glaube ich eine 5,5 bekommen bei den Roten, Noten für die Roten, so rum. Absolut richtig, das war wieder nicht existent, nicht anwesend, nicht wach, wie in Berlin auch wieder. Also Kalajdzic scheint wirklich ganz woanders zu sein mit den Gedanken irgendwie. Ich mag diese Argumentation nicht, aber bei ihm scheint sie wirklich, man sieht es ja jetzt die nächsten Spiele, sie scheint da zu sein, die Argumentation. Das Argument ist da, man sieht es ja live, dass er nicht anwesend ist. Man sieht es einfach. Die einzige Hoffnung jetzt ist halt, dass das 1:1 irgendwie ein psychisch guter Moment war. Ne? So kurz vor Schluss doch noch das 1:1 zu machen.
Weil das Spiel war scheiße, sagen wir ehrlich, wie es ist. Das Spiel war scheiße. Ich hoffe mal, dass der Fokus von meisten auch darauf liegt, dass das Spiel einfach schlecht war. So jetzt keiner groß euphorisiert, boah, geil, 1-1 und sowas. Nee, gibt keinen Anlass dazu. Also, ne, Mini-Resthoffnung bleibt, weil jetzt eben auch sich quasi nichts getan hat. Berlin nur unentschieden in Bielefeld gespielt. Das sind weiterhin 4 Punkte. Vielleicht ja, Mainz gewinnt gegen die Bayern zu Hause. Vielleicht tragen sie das endlich mal auswärts mit und holen irgendwas in Berlin. Und dann fährst du eben auch auswärts nach München am Sonntag. Ob da was geht, ist die andere Frage, aber wenn Berlin da am Abend davor verliert gegen Mainz, wovon ich weiter nicht ausgehe, was eben passieren könnte vielleicht, wie gesagt, die kleine Rest 0,0001% Hoffnung, dann kannst du vielleicht mit Vollgas nach München fahren und denen wieder ihre Meisterschaftsübergabe von Wiesn haben wir ja schon mal gemacht, aber das sind alles weit hergeholte Dinge. Das einzige Gute für heute ist Platz 16 weiterhin gesichert, aber ja, mehr auch nicht. Es war wieder sehr, sehr enttäuschend heute. Das ist so das kurze Fazit nach dem Spiel. Rest natürlich nächste Woche im Vorlauf zum Bayern-Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.